vorlesen. Aus Sicherheitsgründen muss die senkrecht zum Erdboden verlaufende Rückwand zwischen der Nutzfläche und der Dachfläche mindestens 2,5 Meter hoch sein. Überprüfen Sie, ob dies erfüllt ist. Und ich zeichne jetzt erstmal das Dach ein. Also Sie sehen, ich habe das X2 weggelassen. Das heißt, ich schneide hier quasi mit einer Ebene durch. Ich nehme jetzt die X2 gleich 20, aber ich kann auch X2 gleich 0 nehmen oder irgendeine beliebige, das tut immer. So, und jetzt zeichne ich einfach aus der Dachfläche, die heißt X1 minus 3 X3 gleich 27, wird eine Gerade. Ja, und die Gerade, die kann ich jetzt einfach mal einzeichnen. Das X1 ist die Richtung, das X3 ist die Richtung. Das heißt, ich schreibe jetzt, auch wenn das natürlich falsch ist, aber geradentechnisch ist das vernünftig, für X1 X und für X3 schreibe ich Y gleich 27. Oder das können Sie jetzt nach Y auflösen und Sie erhalten 3Y gleich x minus 27 oder y ist gleich x Drittel minus 9. Minus 9, das muss plus 9 sein. Und das ist auch, nein, das ist nicht plus 9, aber es muss plus 9 sein. Nee, minus x müsste es sein. Ich habe... Minus x plus 9. Wo habe ich... Hier an der Stelle... Sie müssen ja das x abziehen. Ja, ich mache plus 3y minus 27. Ja, das habe nee, hab ich. Das war schon richtig. Aber es ist komisch, weil es müsste eigentlich plus 9 hier heißen. Jetzt muss ich schauen, vielleicht habe ich die Ebene falsch abgeschrieben. Sonst taugt das nicht. Vielleicht steht die Ebene aber auch falsch in der Aufgabe drin. Also das muss da plus 9 heißen. Das muss ich nochmal umbauen. Warum auch immer. Das heißt, ich werde jetzt einfach über die Aufgabe selbst verfügen. Und werde jetzt hier ein minus 27 hinmachen, habe dann hier ein minus 27. Wenn ich dann mit plus 27 anrücke, habe ich ein plus 27 und ein plus 9. Sonst stimmt es nicht. Also wie gesagt, ich baue die Aufgabe noch um. Da sehen Sie, wie oft die schon durchgerechnet wurde. So, und jetzt kann ich diese Gerade, die kann ich in die Zeichnung mit hineinzeichnen. Dumm ist nur, wenn man immer weiß, was rauskommt vorher. Gell? Nein, weiß ich nicht, aber sonst würde die Aufgabe nicht passen. Ja? So, das heißt, ich habe hier den Punkt 0-9 und gehe dann mit Steigung ein Drittel hoch. Die geht also etwa so. So verläuft diese Dach... Das ist jetzt eine Gerade, keine Ebene mehr. So verläuft die Dachebene oder Dachgerade, das ist das Dach. So, jetzt habe ich das hier eingezeichnet und jetzt, um die Aufgabe nochmal zu verstehen, bitte die Aufgabe von ganz vorne nochmal vorlesen, bezogen vor allem auf das Dach. In einem Koordinatensystem beschreiben die Punkte A 15, 0, 0, B 15, 20, 0 und C 0, 20, 6 Eckpunkte der rechteckigen Nutzfläche A, B, C, D eine Tribüne. Alle Koordinaten in Meter. Die X1, X2-Ebene stellt den Erdboden dar. Die Ecken der Dachfläche liegen in der Ebene EX1 minus 3X3 gleich 27 und vertikal über den Eckpunkten der Nutzfläche. Stopp! Und jetzt gucken wir uns mal an, wo das... Da steht was von vertikal über der Nutzfläche. Vertikal über der Nutzfläche heißt, die Nutzfläche habe ich Ihnen hier lila eingezeichnet, so. So sieht das aus. Das heißt, das hier ist ein Dacheckpunkt, vertikal hier drüber. Und das ist nochmal ein Dacheckpunkt, vertikal drüber. So oder so ähnlich sieht das Ganze jetzt aus. Wichtig für uns ist, dass das Dach jetzt gar nicht das Grüne ist, sondern das Dach ist dieses hier. Ja, das heißt, die Dachfläche sieht genauso aus. Das geht hier nicht weiter. Das ist wichtig für die Aufgabe. Ja, das endet hier und ich werde jetzt die gesamte Tribüne nochmal umrahmen. Also das ist dieses Ding hier. Das ist die Tribüne und hier da geht irgendwie so ein Pfosten hoch. Also hier könnte so eine Halterung sein und hier. Hier liegt das Dach drauf und diesen Teil gibt es nicht mehr und diesen Teil gibt es nicht mehr. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. So, und jetzt kann ich die Koordinaten der Dachecken, kann ich Ihnen angeben. Ja, der liegt ja hier orthogonal drüber und das hier ist ja der Punkt C, 0, 20, 6. Dann ist das der Punkt hier drüber, ist dann der Punkt, da habe ich jetzt
Die x1 ist immer noch 0, 0, x2 ist 20 und 9. Also das hier ist der Punkt 0, 20, 9, das hier ist der Punkt 0, 20, 6, so liegt der drüber. So, der b ist der 15, 20, 0, dann ist dieser Punkt hier ist 15, 20, ja, und da müssen wir jetzt hier das Ding für x gleich 15 einsetzen. 15 Drittel sind 5 plus 9 ist 14. Das heißt, das ist der Punkt 15, 20, 14. So, lesen Sie bitte jetzt die Aufgabe weiter vor. Aus Sicherheitsgründen muss die senkrecht zum Erdboden verlaufende Rückwand zwischen der Nutzfläche und der Dachfläche mindestens 2,5 Meter hoch sein. Überprüfen Sie, ob dies erfüllt ist. So, und diese Rückwand, die ist hier, diese Länge hier. Ja, und die Länge dieser Rückwand, die können Sie sofort sehen. Wie lang ist diese Rückwand? 3 Meter. Ja, so, das heißt, sehe ich sofort, sind 3 Meter fertig. Ja, und das heißt, Sie sehen die Rückwand, allein schon aus dieser Zeichnung, sehen Sie, die Rückwand ist 3 Meter. Und passt. Das liegt daran, dass die Dinger hier senkrecht hochgehen. Und damit ist die Aufgabe fertig. So, meine Frage, was haben denn die Leute falsch gemacht im Abitur damals? Die sind hergegangen und haben gesagt, ja gut, ich habe hier mein Dach ist länger, hier habe ich die 3 Meter, das habe ich gerade rausgefunden, nein, ich rechne jetzt aber diese Länge hier, diese orthogonale Länge an der Stelle. Ja, da lote ich hier rüber und rechne dann diese Länge und da haben sie ewig gebraucht, um diese Länge zu rechnen. Dummerweise ist diese Länge aber kleiner 2,5, die ist 2,4 irgendwas. Und dann haben die hier geschrieben, nee, ist nicht erfüllt, weil dieser Abstand ist kleiner, nämlich 2,4. Aber da hat das Dach schon aufgehört, ja, das Dach endet ja hier. Und das heißt, die haben nur diesen einen Dinger nicht gelesen, dass das da drüber endet. Und haben dann die 2,4 rausgekriegt. So, und jetzt, für mich ist das jetzt erstmal okay alles, aber jetzt ist die Frage, wie bewerte ich das? Ja, meiner Ansicht nach hat der Schüler ja alles richtig gemacht. Der hat alles auch verstanden, nur dass das Dach darüber aufhört nicht. Ein winzig kleiner Fehler. Ja, wenn das Ding hier 3 Punkte wert ist, kann ich 2,5 geben. Meiner Ansicht nach. Es gibt aber auch Zweitkorrekturen, die sagen, nee, die Aufgabe ist von vornherein nicht richtig verstanden. Und der hat ja meiner Ansicht nach viel, viel mehr gemacht, aber das ist denen egal. 0 Punkte. Beide haben sie recht. Können sich raussuchen. Und wie gesagt, ich habe keine Chance, mir den Zweitkorrektor auszusuchen. Ich will es nur sagen, diese Probleme sind damals aufgetreten. Gut, gibt es Fragen zu dieser Aufgabe? So, dann bin ich heute leider.